Augenzeugen haben uns berichtet, dass unser Ziel, der Großjagras, in dieser Gegend herumstreift. Also, legen wir sofort los. Öffne deine Karte. Das hier ist unsere gegenwärtige Position. Nach einem Schmaus watschelt der Großjagras zu seinem Nest zurück, den großen Bauch auf dem Boden schleifend. Versucht, zu diesem Gebiet zu gehen und nach Hinweisen zu suchen, die er zurückgelassen hat. Hast du ihn aufgespürt? Mach dich ran und verpass ihm eine erstklassige Abreibung. Oh, und noch etwas. Deine Zeit wird gemessen. Das Langschwert ist eine schneidende Nahkampfwaffe. Mit gesammeltem Mut und etwas Elan wird sie noch besser. Die Spähkäfer reagieren auf die Fährte des Monsters. Schau es dir mal näher an. Super! Die Spähkäfer folgen dem Geruch des Monsters. Halte Ausschau nach weiteren Fährten und Spuren. Die Spähkäfer sind auf der Spur des Monsters. Folge ihrem grünen Licht. Wenn du den Spähkäfern zu deinem Ziel folgst, findest du es in Windeseile.
Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Okay, du weißt, was zu tun ist. Geh hin und leg los. Die Sprungkämpfer verstecken sich, sobald der Kampf beginnt. Vergiss das nicht. Aus. Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Steckt in den Ranken fest. Schlag jetzt mit aller Macht zu. Nutze einen Trank. So, das Monster ist müde. Jetzt ist deine Chance, ordentlich Schaden anzurichten. Nicht mehr. Das ist deine Chance. Dann halte dich an die Spähkäfer. Die führen dich direkt zu ihm. Das sollte sich als Schleudermunition eignen. Damit kannst du weiter entfernte Ziele treffen. Die Stechkapsel ist eine mächtige Schleudermunition, die selbst starke Monsterpanzerung durchdringen kann.
Monster ist fast am Ende. Bestimmt wird es sich in sein Nest zurückziehen, um sich zu erholen. Leuchtmoos kann als Schleudermunition verwendet werden. Schieße es an Wände, um dunkle Bereiche zu erleuchten. Okay, du hast die Quest abgeschlossen. Glückwunsch! Das ist spitze!